Da schaut ihr, hä? Wovor ich da gerade stehe. Wenn ihr mal aufs Dach drauf guckt, dann seht ihr, dass da 11,60 Meter steht. Und die 11,60 Meter sind tatsächlich dieser Wohnwagen. Komm mal runter, wir schauen ihn uns mal an. Imperial 1000 TDL, das absolute Flaggschiff der Firma Kabe. Ein Wohnwagen auf unglaublichen 11,60 Meter Länge, wo viele jetzt schon gesagt haben, der wahrscheinlich längste Wohnwagen Europas, der längste der Welt, kann ich nicht beurteilen, aber 11,60 Meter. Für uns, die schon seit über 50 Jahren Wohnwagen verkaufen, eine Wahnsinnslänge. Wir haben 22 Quadratmeter Wohnfläche. Und wenn wir mal hier hinschauen, auf diese Seitenwand, ich glaube, das kommt auf dem Video gar nicht so rüber, wie riesig dieser Wohnwagen ist. Wenn wir hier mal nur entlang gehen, wie lang wir eigentlich brauchen, von vorne bis nach hinten, phänomenal. So sehen wir jetzt auch gleich hinten noch die Heckansicht. Klar, Heckansicht kennt man von Kabel, weiß man, wie es aussieht. Aber wenn man um die Ecke geht, irre, was für eine enorme Länge dieser Wagen hat. Jetzt müssen wir natürlich auch mal reinschauen, weil drinnen geht es ja genauso groß weiter. Jetzt dauert es nur ein bisschen, bis ihr an der Tür seid. Bei 11,60 Meter schon gewaltig. So, rein mit euch in die gute Stube. Ihr habt euch auf der großen Sitzgruppe bequem gemacht. Und jetzt hat man mal das Bild bis nach hinten. Wie gesagt, in Natura noch mal wesentlich größer als auf dem Video zurückkommt. Also wirklich, ich bin echt beeindruckt von diesem Fahrzeug. Ich gehe jetzt auch mal hinter. Dauert nur ein bisschen, müsst ein bisschen Geduld nehmen. Könnt ja das ein oder andere Getränk schon mal in der Zwischenzeit aus der Küche holen, bis ich hinten bin. Vorbei an der zweiten Sitzgruppe. Ins Schlafzimmer. Und jetzt meinen wir schon, wir sind am Ende. Da ist noch mal eine Tür. Was versteckt sich hier? Das Heckquerbad komplett über die gesamte Breite. Schauen wir uns am Schluss kurz an. Ich mache nur mal wieder zu. So, ich komme wieder zu euch nach vorne. So, hier ist auch die Eingangstür. Das heißt, zuallererst treffen wir uns auf unsere großzügige Rundsitzgruppe. Beim Imperial natürlich serienmäßig mit Leder. Daneben haben wir unsere Küchenzeile. Gewaltig, wie man es von so einem Wohnwagen gerne auch kennen würde. Zusätzliche Ablagefläche, Gaskochfeld, Induktion, Grill, Backofen. Und damit es nicht langweilig wird, haben wir hier sogar noch eine Mikrowelle. Großer Kühlschrank, wieder Dometic 10er Serie, heißt auf beide Seiten zum Öffnen. Drüber das Gefrierfach. Und jetzt mal ganz ehrlich, das ist ja sogar fast besser ausgestattet als bei mir daheim. So viele Sachen, was der Wagen allein in der Küche hat. Phänomenal. Zweiter Bereich. Oder dritter Bereich eigentlich schon. Wir hatten ja schon Rundsitzgruppe, Küche und stehen schon wieder in der Sitzgruppe. Aber das nennen wir jetzt einfach mal Wohnzimmer. Das heißt, das ist unser Wohnzimmer. Auch wieder schön in Echtleder ausgestattet. Kleiner Tisch noch daneben. Da können wir uns jetzt schön hier hin flezen. Und hinter euch könnte ich dann auch Fernsehen schauen, weil da habe ich relativ viel Platz, wo der Fernseher hinkommt. Und wenn es doch mal ein bisschen länger wird, dann können wir sogar hier zusätzlich nochmal abtrennen. Jetzt haben wir sogar auch Ruhe vor unserer Frau, gell? Jetzt können wir hier schön Sport gucken. Nur das einzigste Problem, was ich gerade sehe, ist, dass der Kühlschrank ziemlich weit weg ist. Fußball ohne Bier und ich muss auch noch so weit aufstehen. Schwierig, ne? Gut, Wohnzimmer. Machen wir hier wieder auf. Und gehen mal ins Schlafzimmer. Den Tausender gibt es ja in vielen verschiedenen Grundrissen. Blenden wir euch nachher noch mal kurz ein.
Hier haben wir einen Grundriss mit einem sehr speziellen Bett. Aber gibt es nämlich auch wieder was Cooles. Das Bett ist elektrisch verstellbar. Hört gar nicht mehr auf, gell? So wie der Wohnwagen. Immer weiter und weiter und weiter. Ah, jetzt sind wir am Schluss. Das ist dann die Nachtposition. Und wenn ich tagsüber, können wir ja dann vielleicht sagen, ich habe hinten zu wenig Platz zum Durchgehen, fahre ich das Bett einfach nach oben. Und jetzt müssen wir perfekt einmal hier hinschauen. Und wenn wir jetzt einen Meter zurückgehen, seht ihr mal, was wir für eine Aussicht vom Bett aus haben. Weil, wenn wir hier drauf liegen, schauen wir direkt hier durch. Und jetzt stellt euch vor, wir stehen irgendwo am See. Der See ist hier vor uns. Wir wachen auf gegen 10, halb 11. Mit unserer Frau natürlich. Hier machen wir einmal auf. Das wäre jetzt mit Fernbedienung noch toll. Und schauen direkt auf den See raus. Und das vom Bett aus. Schon eine tolle Leistung. Gut. Ausgeträumt. Jetzt gehen wir noch ins Bad und schauen mal, was uns hier erwartet. Klar, hier müssen wir jetzt ein bisschen enger durchgehen, aber wie gesagt, wenn es einen stört, anderen Grundriss nehmen, gibt ja mehrere in der Auswahl. Dann schauen wir, was das Bad noch für uns bereithält. Machen wir hier einmal so. So, komplett über die ganze Breite, 2,50 Meter. Das heißt, wir haben hier separate Dusche. Ich denke vom Platz wirklich großzügig. Schöne Duschwanne unten. Dann haben wir auf der anderen Seite die Toilette. Auch hier wieder das Thema, was wir als Argument nutzen können. Wir haben wirklich Platz. Wir können die Füße auch hinstellen. Schränke mit dabei. Waschbecken, wir haben hier Ablagemöglichkeiten. Also Heckquerbad ist sowieso immer toll, wenn man hat, weil hier hast du halt richtig viel Platz in so einem Fahrzeug. Jetzt können wir einmal nochmal nach vorne gehen. Der Blick. Einmal aus dem Schlafzimmer raus, durch das Wohnzimmer in die Küche zu euch. Also ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen. Das ist schon wirklich ein mächtiges Teil. Fahrverhalten kann ich euch nicht sagen. Wir haben ihn nur von Lagerplatz hierher gebracht, wo er angeliefert wurde. Aber ich glaube, 11,60 Meter ist schon sehr ordentlich die Länge. Gewicht ist natürlich immer ein Thema. Der Wohnwagen hat 2800 Kilo zulässiges Gesamtgewicht. Eigengewicht, je nach Ausstattung, kann auch mal schnell bis 2,3, 2,4 hochgehen. Und dann ist natürlich die Zuladung trotzdem noch groß, aber natürlich, sie verringert sich umso mehr, wenn wir natürlich einpacken in den Wagen. Preis vielleicht noch interessant. So wie er hier steht, haben wir ein Preisschild von 127.000. Nach oben, klar, keine Grenzen gesetzt, aber wir haben auch schon ein bisschen gewitzelt. Ich meine, 22 Quadratmeter ist ja schon irgendwo klar, fast eine kleine Wohnung. Gell? Also, und du hast ja hier alles drinnen. Das ist schon wirklich, also ich bin schwer beeindruckt von diesem Fahrzeug. Wenn ihr das auch seid, dann wisst ihr, wo ihr hinkommen müsst. Dann wisst ihr, an wen ihr euch wenden müsst. Und zwar an uns. Ob wir ihn dann noch stehen haben, kann ich euch leider nicht versprechen. Ist eine Leihgabe, gebe ich ehrlich zu, gehört dem Hersteller. Wie lange wir ihn hier haben, wissen wir nicht. Wir versuchen ihn natürlich nochmal auch zu bekommen. Wir haben ja nächstes Jahr auch wieder Veranstaltungen und da wäre es natürlich schön, wenn wir so ein Fahrzeug noch mal präsentieren können. Ansonsten gehe ich jetzt wieder träumen. Ihr, weiß ich nicht, was ihr macht. Ihr macht vielleicht ein schönes Wochenende, genießt ein bisschen die Zeit und wer weiß, vielleicht sehen wir uns mal bald in Sulzimos. Alles Gute, bis bald, ciao. Yeah.